siehst verdammt gut aus. Wie immer. Ist dir eigentlich klar, dass ich mich mit einem Fingerschnipp unsichtbar machen kann? Glaubst du nicht? Halt! Hallo! Verdammt! Nee, so möchte ich nicht aussehen. Hallo! So geht das. Und ist dir klar, dass ich dich mit einem Fingerschlipp, ich nenne das so, mit einem Fingerschlipp auslöschen kann? Halt! Mensch! Nee! Du bist ein guter Kamerad. Der Beste. Auch der Regisseur. Toll. Ihr macht gute Arbeit. Hallo. Ihr seid ganz... Aber immerhin. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Ich muss los. Ich habe Show. Du nicht. Es ist einfach, der Beste zu sein, oder? No, sir! Ich sehe sie doch an! Du glaubst, es ist einfach, der Beste zu sein! Sir, no, sir! Kaffee, Zigaretten, Mikrofon. Jawohl. Brille. Spritz mich an! Abstellen! Gast da? Jawohl! Wer ist da? Hep! Models Aider! The third major of Munich is in the house! Let's go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. September 2009 sind Bundestagswahlen, aber nicht aus diesem Grund, sondern allgemein. Es stehen ja für Politiker immer Wahlen an. Sitzt der grüne Bürgermeister Münchens, Hepp, Monats in der Mir gegenüber. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Wie macht man einem Musiker klar, einem Musiker vielleicht schon, aber mir klar, dass, wenn ich in Zukunft nach München reinfahre, ich was bezahlen soll dafür? Wie macht man ihm das klar? Was sind da nicht die Argumente, sondern wie könnte man mich überzeugen? Ganz einfach, man sagt alle, pass auf, das Wetter hat sich gewaltig verändert, das merkst du. Vor ein paar Wochen haben wir ein Sauwetter gehabt hier in München, jeden Tag Regen. Juli? Verdammt kalt, Juli, ja. Richtig. Der April war wunderschön, der eigentlich der schlechteste Monat ist. Jetzt haben wir also gutes Wetter, heute ist sehr warm, sehr schwül, am Sonntag soll es aber schon wieder nur 14 Grad haben, dann wird es erst wieder besser. Das heißt, das Wetter schreckt Kapriolen, da ist irgendwas los, da ist irgendwas falsch. Ist das
sicher so, dass es schon zusammenhängt mit der Erderwärmung, oder ist es, also wissen das die Grünen vielleicht ein bisschen besser als andere, die es nicht wissen? Ja, wir haben es schon früher gewusst, das ist das Problem, wir haben es zu früh gewusst, wir waren unserer Zeit weit voraus, wir haben ja 90er einen Wahlkampf geführt, da ging es ums Klima, wo wir gesagt haben, alle reden um Deutschland, wir reden ums Klima, da waren wir viel zu früh dran, hatten schlechte Ergebnisse, mittlerweile ist es, glaube ich, für allen bewusst geworden, dass wir ein Klimaproblem haben. Konnte es nicht sein, also es, mein gepflegtes Halbwissen könnte, es könnte auch darauf hindeuten, dass einfach wieder eine neue Eiszeit anfängt und wir das vielleicht überbewerten. Ja, selbst den Anfang der neuen Eiszeit wäre auch ein Hinweis, denn die Klimaveränderung ist ja nur die Frage, wie schnell kommt sowas, und das menschliche Zutun führt natürlich dazu, und da gibt es mittlerweile auch keine, vielleicht ein paar Verrückte meinen noch, dass das nicht mit dem menschlichen Tun zusammenhängt, aber mittlerweile ist das gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es eben so ist, und das beschreiten nicht einmal konservative Parteien.